Bowman hier, Snowmat. Alles klar, legen Sie los. Die Bodaks zwingen Zivilisten, für sie zu arbeiten. Hochrangige Wissenschaftler, die beim Aufbau einer Outcast-Station von unschätzbarem Wert sein könnten. Sie arbeiten an einem neuen Raketentriebwerk und wir wollen nicht, dass es den Bodaks in die Hände fällt. Die Outcasts können nichts tun, bis die Wissenschaftler in Sicherheit sind. Sie müssen sie finden und rausholen. Sobald sie in Sicherheit sind, werden die Outcasts die Region einnehmen. Ich sehe mich mal um. Ja, und damit herzlich willkommen zur letzten Ein-Totenkopf-Region in Ghost Recon Breakpoint Operation Motherland. Und wieder starten wir mit einer kleinen Aufklärung. Übrigens noch nachträglich frohe Weihnachten und schon mal vorsorglich. Ein Bodak-Offizier mit einem Kampfhubschrauber. Sieht aus, als hätten die absolute Lufthoheit. Dann sitzen die Outcasts am Boden fest, bis sie die Situation bereinigt haben. Führen sie ein paar Destabilisierungseinsätze aus, bevor sie die Wissenschaftler rausholen. Im Voraus meinte ich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das ist ja auch schon am Wochenende. Ich habe einen Funker gesichtet. Es könnten noch mehr in der Nähe sein. Wenn die dort Alarm geben, wird die Rettungsaktion sehr schwierig. Stören Sie das Kommunikationsnetz, damit die Funker keine Verstärkung rufen können. Ein Haufen Drohnen hier. Mit den Drohnen will ich mich nicht anlegen. Die Drohnen werden immer gewartet, bevor die nächste Schicht anfängt. Wenn sie in dieser Phase zuschlagen, können sie verhindern, dass die neuen Drohnen den Campus erreichen. Okay. Führen Sie ein paar Destabilisierungseinsätze aus, bevor Sie die Wissenschaftler rausholen. Ich sorge dafür, dass Sie beim Angriff nicht zu Kollateralschäden werden. Out. Gut. Dann schauen wir doch mal, was es hier in AG Synapse so zu tun gibt. Verhindert Verstärkung, verhindert eine entfernt Bodendrohnen und entfernt die Helikopterpatrouille. Dann machen wir das zuerst. Eliminierung des Luftkommandeurs. Wo ist das? Da drüben. Aber da haben wir direkt einen Biwak in der Nähe. Daher können wir da einfach eine Schnellreise hinwagen. So. Schauen wir hier schon in die richtige Richtung? Ja, so halb. Da unten ist eine Höhle, ne? Ist das bestimmt da unten drin? Nein, ich will nicht. Ich drücke immer M, um die Karte zu schließen. Ab geht's. Da unten kämpfen ein paar Outcasts. Gezielschießen, hier laufen Sie mit Achtung. Wir haben neue Gäste bei der Party. So, und rein, rein, und... Wow. Das war ja... Wow. Brille auf. Ich bin ja richtig von mir selbst überrascht. So, dann schauen wir doch mal, was hier so los ist. Ein paar Gegner. Ein paar Tarnungspunkte. Da oben laufen auch noch welche. Aktiviere Nachtsichtgerät. Nice. Dann nehmen wir zuerst mal die beiden da oben weg, würde ich sagen. Den Funker und den anderen da. Feuer auf mein Kommando. Roger, bewege mich zum Ziel. Das Lied, Feind ist weg. Warum ist der weg? Mach jetzt. Och Mann. Was sind die? Los jetzt. Ah. Das ist noch einer? Ich dachte, das wären nur die beiden. Der hat den gesehen, hä? Hast du dich je gefragt, ob man wirklich melden muss, dass es... Was zum... Das ist wohl so eine existenzielle Frage. Wenn ein Baum im Wald umfällt und so. Feuer auf mein Kommando. Ich hab hier einen Toten! Es ist Will! Will wurde getötet! Ist fest entwischt. Oh, Alter. Was sind die? So geht das, Boss. Augen auf. Es wurden verdächtigt. Okay, der Mann ist hier. Bei hier kommt jemand.
Also Vasili ist hier unten in der... in dieser Höhle komplett nutzlos, habe ich das Gefühl. Auf Position! Da will es jemand wissen! Ja, ich will es wissen. Mist, die wissen Bescheid. Ja, natürlich wissen die Bescheid. Du schaffst ja auch nicht. Oh Gott. Oh mein Gott. Das sind ein paar mehr. Oh. Waren das alle? Ich schlag mal nach. Sicher ist sicher. Das waren nicht alle. Schauen wir mal mit der Wärmebild. Ah, da hinten ist einer. Da unten scheint. Scheint aber niemand mehr zu sein. Okay, das sind die jetzt nur. Ach, da oben. Okay. Zeit für die Nachtsichtbrille. Verdächtiges Licht. So, das war der eine. Die anderen habe ich ja nicht gesehen. Die sind aber auch irgendwo da oben. Das muss der Bodak sein, der für die Lufthoheit verantwortlich ist. Schön, dass Nomad durch massiven Stein sehen kann. Wo ist der? Da oben? Ja. So geht das, Boss. Ah, Tarnungspunkte werden natürlich noch mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben, wie viel wir noch brauchen. Für die nächste Freischaltung. Nein, da aufmachen sollst du. So, wie viel haben wir? 3,7. Und 3,6 brauchen wir für die Akkukapazität. Nice. Cool. Jetzt fehlen nur noch 4.700 und dann haben wir die Tarnung voll. Stimmt, die hätte ich jetzt eigentlich auch eben benutzen können, ne? Egal. Schalte auf Nachtsicht. Sehr schön, wenn Nomad das nicht immer sagen würde. Haltet nach Feindkräften Ausschau! Uns darf keine Bewegung entgehen. Seid wachsam. Hä? Was ist denn? Ach, das ist der. Der Luftkommandeur. Der ist aber hinter der Tür, ne? Haltet nach Feindkräften Ausschau. Oder? Nein, da sitzt er ja. Ein Offizier weniger. Cool. Wenn weniger Helikopter hier rumschwirren, sollte die Rettung der Wissenschaftler ein Kinderspiel sein. Nice. Das war dann schon dieser Einsatz. Sehr schön. Cool. So, dann können wir jetzt die beiden anderen machen. Dann schauen wir mal, welcher von hier aus am nächsten gelegen ist. Der auf jeden Fall schon mal nicht, oder? Oh mein Gott, das ist ja... So. Das ist da oben auf dem Berg.
Das ist ein bisschen ein Tick näher, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so viel ausmacht. Gibt es da oben bei dem anderen? Ist auch kein Biwak in der Nähe. Das ist ja hier. Dann würde ich sagen, gehen wir zu diesem Biwak, sobald der Kampf vorbei ist. Und dort gibt es bestimmt wieder so eine, ja, so ein Fallschirmsprung, eine Fallschirmsprungplattform. Ja, genau, passt gut auf. Der Feind verkrümelt sich jetzt einfach wieder. So. Da gibt's doch bestimmt ein Motorboot oder sowas. Ja, hier. Verdammt dunkel. Oh mein Gott, ich sehe ja gar nichts. Licht an. Oh, sieht man auch nicht sehr viel mehr, aber. Vasili, wo bleibst du? Ich höre ihn planschen. Da ist er. Wunderbar, das hat doch geklappt wie am Schnürchen. Wie am Schnürchen hat das geklappt. Sehr schön. Gut. Sind wir jetzt nicht mehr im Kampf? Nein, wir sind immer noch im Kampf. Wieder so ein texturloses Boot. So, komm, jetzt müssten wir aber weit genug weg sein, oder? Ja, gut. So, hoffen wir mal, dass wir von hier aus da runterspringen können. Da ist zumindest eine Plattform. Schaut die in die richtige Richtung? Jo, perfekt. Was müssen wir denn genau tun? 6 rote Container zerstören. Jo, haben wir C4? Noch nicht, aber gleich. Was machen wir weg? Die Sensorgranate. Normales C4, wunderbar. Auf geht's. Hören Sie die verpackten Monster? So, landen wir da oben in dem kleinen Waldstückchen. Wobei wir sehen, wir könnten uns da komplett einfach durchkämpfen. Wenn wir da hinten gelandet wären. Ich lande dann hier. Ein bisschen oberhalb, kläre den Parkplatz und dann arbeiten wir uns einfach von Container zu Container. 6 Container, 6 C4 Ladungen müsste passen. Wenn wir nicht entdeckt werden natürlich. Man kennt es. Kaum ein Plan überlebt den Feindkontakt. Nicht zu vorschnell, wir haben gleich Ärger. Bin ich vorschnell, Vasili. Da ist ein Sniper. Übernimm du den bitte. Verstanden, wechsle Position. Ziel erfasst, bin bereit. Geht es soweit? Drohnenpiloten kann ich auch nicht gebrauchen. Da müssen Stratege. Da hinten steht ein Heli. Ist der bewaffnet? Leider nicht. Schade. Immerhin werden wir jetzt gut bezahlt. Das rechne ich 1:1 in Loyalität. Alle erwischt. Ziemlich gut geschossen. Dann nehme ich den noch. Zack. Damit der nicht abhaut. So, wir haben sonst keine Scharfschützen mehr, so wie ich die Sache sehe. Der liegt eigentlich auch ganz gut da, solange da kein Fahrzeug durchkommt. Ah, ich habe doch die Tarnung. Ach, ich vergesse das.
Ich hab's einfach vergessen wieder. Ich brauch sie hier auch nicht unbedingt. Noch. Meins? Ich hab Schritte. Komm, gib nicht so an. Da oben ist eine Flugdrohne. Och nö, muss das sein? So eine blöde Überwachungsdrohne. Sky Cherubim. Oh, ein paar Waffenteile. Ohne die Tarnung wäre das hier, glaube ich, bedeutend schwerer. Ich müsste mich aber mal nochmal irgendwo hin pflanzen, um die Tarnung wieder aufzuladen. So. Oh, ein Raketenschütze. Und noch jemand. Zwei. Scheiße. Zack, zack, hat's gemacht. Sehr, sehr schön. Es läuft bis jetzt wieder hervorragend. Was? Achtung, wir haben hier Eindringlinge. Hä? Was? Wer? What? You fucking kidding me? Oh. Ich glaube nicht, dass wir allein. Komm, gib nicht so. So, die Tarnung wieder leer. Aber ich glaube, hier hinten ist keiner mehr, oder? War doch da vorne. Stehen zwei. Ich weiß nicht, ob ich schon nachladen sollte, aber. Oh mein Gott, das sind ein paar mehr als zwei. Okay, dann machen wir die so. Die mache ich so. Weil ich hätte die besser so gemacht, ne? Feuer auf mein Kommando. Bringe mich in Stellung. Kann losgehen. Okay. Nice. Sauber. Aber ja, so ist das halt, wenn man erst die schweren Regionen macht und dann nachher die leichten. Wenn man sich so rückwärts durcharbeitet. Dann sind die leichten umso leichter. Nice. Cool. So, ein... Habe ich nicht genug C4? Ich hatte doch 6, oder? Na, sprengen wir die erstmal. Einer fehlt noch. Also ich meine der hier, aber da fehlt noch einer. Machen wir mal den gerade mit einer Granate. Fehlt aber noch einer. Hab ich einen vergessen? Bin ich an einem vorbeigelaufen? Oder waren das nicht alle? Und die hier sind alle kaputt. Da liegt noch eine Tür. Krass. Da hinten auf dem Parkplatz steht noch einer. Was ist das denn da? Okay, gut. Aber wir haben Raketenwerfer und wir haben die Outcast-Unterstützung. Ich weiß nicht, ob das so weit geht. Probieren wir einfach aus. Ja. Ich freue mich. Bumm. Alle Drohnenkontakte zerstört. Es sollte keine Ogre-Drohnen auf dem Campus mehr geben. Nice. So, und dann markieren wir schon mal die nächste Mission, obwohl wir hier noch mitten im Feindgebiet sind.
Die ist ja da oben auf dem Sugarloaf Mountain. Ich bin aus irgendeinem Grund im Kampf, aber ja. Okay, gibt's hier vielleicht ein Fluchtboot oder so? Oder noch Tarnungspunkte? Schauen wir mal mit der Drohne. Eine normale Kiste. Tarnungspunkte sehe ich jetzt hier in der direkten Umgebung nicht. Aber die normale Kiste können wir ja auch mitnehmen. Waffenteile kann man nie genug haben. So. Gut. Ein Boot gibt's hier aber auch nicht, ne? Das ist schade. Dann müssen wir uns wohl rauskämpfen. Gut, machen wir das. Kriegen wir hin. Wenn da vorne stehen, Haufen Fahrzeuge. Womit wir relativ... Da ist ein Boot. Relativ schnell, relativ weit wegkommen sollten. Ich fühle mich wie der Predator. Tarnung aus. Schuss, Tarnung wieder an. Allerdings habe ich jetzt keine. Feinde haben das Lager infiltriert. Wir haben einen Toten. Habt ihr einen Toten? Das ist aber. Das ist ja ein Ding. Das ist ja der Wahnsinn. So. Waren das alle Gegner? Nein, ich höre noch Schritte. Hallo. So. Gut, dann fahren wir einfach ein Stückchen raus und dann können wir schnell reisen. Ich hab nur... Wobei, nee, warte. Das ist ja ganz oben auf dem Berg. Und wir haben ja eh keinen Biwak dort in der Nähe. Und ich weiß hier, dass es ein Heli gibt. Da haben wir ja eben den Paketboten ausgeschaltet am Heli. Da hinten ist noch ein Gegner. War ein Gegner. Zivilist. Gegner. Keine Gefahr. Es läuft einfach viel zu gut. Ich spüre, dass hier jemand ist. Ah, tust du das? Ist ja ein Ding. Ich spüre, dass hier jemand ist. Ja, ja. Seid auf alles gefasst, als sie zurückkommen. Wir werden angegriffen! Nee, 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 doch nicht dem. Ah! Das musste ja jetzt noch am Ende sein, dass mir die Munition ausgeht. So, Tarnung aktivieren. Heilen. Dann zum Heli und weg. Ah. Hätte ich am Anfang jetzt nicht zweimal daneben geschossen. Ich hätte warten sollen, bis die unten sind. Bis die Treppe runtergelaufen sind. Aber gut, da leben so wenig Gegner noch. Vasili, aufsetzen. Da kommt er angerannt. So, und im Flach, mit flacher Flugbahn hier weg, denn da sind ein paar Geschütze. So, wunderbar. Das haben wir ganz vorzüglich hingekriegt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Es ist ein Weihnachtswunder. Was müssen wir dort genau tun?
eine, ich vermute mal, drei Stationen hacken, wie das aussieht. Kann ich da landen? So knapp dran oder so? Oh, böse Kampfdrohne. Ah, nicht so hoch. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Ja, ist klar. Deine Mutter. Ich geh mal da rein. Mal dahinter. Team, Feuer frei. Vasili ist der Thronenvernichter. Der kann das. Der hat das gelernt. Der macht das beruflich. Granate, Achtung! Daumen drücken. Oh Gott. Oh Gott, und ich schieße auch noch daneben. Noch ein Versuch. Oh, toll. Komm, ich lass es. Und da oben wird auch geschossen. Der ist tot. Da ist aber noch einer. Irgendwo. Ein Scharfschütze, so wie es sich anhört. Alter Schwede, die MP7 ist einfach viel zu gut. Ein Scharfschütze weniger. Wunderbar, Vasili. Wenn du stirbst, ist auch ein Scharfschütze weniger. So, ich muss da oben aufs Dach. Scheiße! Wo ist die Deckung? Weiter so! Bleibt in Deckung! Ja, warum auch die Treppe hochgehen, wenn man auch durch die Walachei laufen kann? Verdammt! Sichtkontakt zum Ziel verloren! Lass niemanden entkommen! Da hinten auch noch ein Scharfschütze? Los! Ich hab was für das sollte Schaden anrichten. Ein Sniper zielt auf uns. Legen wir los. Wer hat sich selbst gesprengt? Ich glaube, der hat sich selbst gesprengt. Ich habe nur noch den Todesschrei gehört. Mit seiner Granate. So, gut. Die Ahnung ist voll. Schauen wir mal, wo hier die Leiter ist. Oder eine Treppe. Alternativ. Da ist aber immer noch dieser Scharfschütze da hinten. Jetzt nicht mehr. Solides Ding, Ghostly. Gut. Voll getroffen. Sind wir relativ safe, hoffe ich. Und wenn der jetzt eben mit seiner Granate nicht auch meinen Heli mitgesprengt hat, dann sind wir eigentlich safe. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich muss das Kommunikationsnetz des Campus kappen, bevor es neu bootet. Ja, wo? Das habe ich einmal geschafft. Ich schaff's nochmal. 1 Kilometer. Gott. Beziehungsweise 1,4. Aber wir haben unseren Heli. Wie viel Zeit haben wir? Etwas über 8 Minuten. Vasili! Ist das Kier? Feuer! Zack! Alter Schwede, was sieht, geht einfach so brutal ab. Oder generell die KI-Kameraden in Fahrzeugen. Was sind die? Ich muss mal gerade landen. Erwischt! Raketenschütze am Boden! Ja. Das
Geschütz da hinten war eigentlich, ist eigentlich eine viel größere Bedrohung als dieser Raketenschütze. So, da. Ist meine Munition schon wieder alle oder wurde ich getroffen? Ich wurde getroffen. Deswegen bin ich aus dem ADS raus. Geschieht Ihnen recht. So, die letzte Bandage. Wo sind Sie denn? Feind getroffen. Er hat mir tatsächlich Rückendeckung gegeben. Schießt nur, wenn ihr sicher seid. Hier gibt es Zivilisten. Habt ihr das gerade gesehen? Ich muss gleich nochmal gucken. So. Voll getroffen. Zack, so, wo können wir hier denn landen? Getroffen. Vielleicht da. Gut, passt. Die Einschusslöcher, die sind nur auf der Tür. Aber die bleiben, die bewegen sich nicht mit der Tür mit. Das schreit nach einer Granate. Weh, du sprengst mein Heli. Dann werde ich aber sauer. So. Aktiviere Nachtsicht. Niemand zu Hause. Dieses Türeintreten hier war so unnötig, dass das eingebaut wurde. Gekappt. Ich muss den letzten Computer hacken, und zwar schnell. Knapp 2 Kilometer, 5 Minuten, wir haben Heli, kein Problem. Der qualmt zwar ein bisschen, aber nicht da drauf. Oh mein Gott, Moment. Dilly, dilly, dilly. Hier, wo bist du? Steig ein! Spring auf! Oh, Mumu-Gebiet! Mumu-Gebiet! Ich komm mit! Weiß ja nie! Ach ja, wunderbar! Wunderbar! Ja, nach dieser Mission müssen wir erstmal die 3 Lieutenants da ausschalten oder gefangen nehmen, wobei ich sie ja gefangen nehmen möchte. Da gibt's ein Heli, oder? Ja, da gibt's ein Heli. Dann mache ich das anders. Keine Vorkommnisse. So, wo ist das Ding? Bin ich direkt drauf, oder? Ja, sieht so aus. Da ist doch was faul. Nö, da ist gar nichts faul. Ist alles in Ordnung, die Tür. Hatte, jetzt können die Borax auf dem Campus keine Verstärkung mehr rufen. Bis Sentinel mitkriegt, was hier los ist, sind die Wissenschaftler längst in Sicherheit. So, dann warten wir mal auf die Freischaltung. Ach nee, stimmt, die ist ja schon freigeschaltet. Wir müssen das nur aktivieren. Extraktion der Wissenschaftler am Campus ist das. Der Campus ist da. Wir sind nicht mal im Kampf, das heißt, wir können direkt eine Schnellreise hierhin machen und von dort aus runterspringen. Das sind ja auch immer Helis. Oder wir fliegen direkt mit dem Heli rein. Wir klauen den Heli hier. Bin ich eigentlich eher ein Fan von. Denn es ist nicht sehr... Ja, ich finde es nicht cool, einfach so aus dem... mitten aus dem Einsatzgebiet dann... weg zu...
Ja, tut weh, tut weh, tut weh. Tut weh. Na komm, machen wir selbst. Soll Vasili weiter kämpfen? Oh nein, da sitzt ein Getarnter direkt vor mir. Nein! Ach, wie fies. Ich konnte ja nicht mal aufstehen. Konnte ja nicht mal aufstehen, Mann. Ich hätte mich wegteleportieren sollen, verdammt. Nee, Vasili, töte doch bitte erst die Gegner. Ich bin direkt wieder tot. Wahrscheinlich. Danke. Ja, ich bin super fit. Mega fit. Ich bin die Fitness in Person. Time Contact! Köpfe einziehen! Füßchen. Schön mit Öl. Die wissen, dass wir hier sind. Ja. Wenn der Heli jetzt weg ist, ne? Wenn jetzt da wieder so ein blöder Typi war, der im Heli abhaut. Ich komme nicht hoch. Das ist zu steil. Für mein verletztes Ich. Das ist schlecht. Muss ich eigentlich doch zum Biber. Alter Schwede. Ja, komm. Ich will doch nur da hoch. Ja, genau. Fall doch ganz runter. Oh, oh. Nein, ich bin nicht hier. Ich bin überhaupt nicht hier. Vasili? Die Feiglinge sind hier irgendwo. Können nicht weit sein. Der Schuss bereit. Dann schieß. Alle Ziele tot. Weiter. Wir müssen hier sein. Weißt du, bist hier. Komm raus. Warum gib nicht so an? Bitte. So. Okay. Jetzt sollen wir mit dem Auto hier hochfahren. Autofahren kann man ja offensichtlich noch, wenn man schwer verwundet ist. Auch Heli fliegen. Wenn der jetzt nicht mehr da ist, dann weine ich aber. Dann weine ich. Dann sprenge ich mich in die Luft. Ne, da ist er. Muss ich eigentlich doch zum Biwak? Wenn ich jetzt hier nicht hochkomme. Dann doch, gut. So, wo haben wir denn den Biwak? Direkt südlich quasi. Schauen wir mal, ob wir was finden. Vasili. Da ist er ja. Auf geht's. Schauen wir mal, ob wir das Biwak finden. Ich brauche neue Bandagen und muss mich heilen. Und Munition auffüllen wäre vielleicht auch ganz gut vor der letzten Mission hier. Bin ich schon zu weit? Na, bin nur. Tiefe fliegen. Das ist ja im Gesicht. Oh, na toll. So, wo ist das? Da. Ich seh's. Ich hab's gefunden. Nein! Oh Gott. War das knapp. Oh Gott, war das knapp. Ich habe gerade schon mein Leben an meinen Augen von meinem inneren Auge vorüberziehen sehen. Alter Schwede, die Rakete. Ich hab's einfach. Man hört die halt nicht. Es gibt halt keinen Warnton oder sowas, ne? Gibt kein Beep, 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 Beep oder so. Nein. Die kommen einfach angeflogen. Und das war's. Da können wir überspringen, wie er die Kugel rauszieht. So. Okay, dann ein paar Bandagen und ganzen anderen Kram, der uns fehlt. Noch eine. So, drei Bandagen. Siehst du, ich hatte noch zwei C4. Warum hat er die nicht mehr geworfen? Komisch. Okay, da haben wir noch alles. Prima. Gut. Machen wir plus ein Tag, vielleicht regnet es dann nicht mehr. Sonnenschein ist mir lieber als Regen. Ja, sehr schön. Gut, dann holen wir mal die Wissenschaftler raus.
Ich habe, glaube ich, jetzt gerade zum ersten Mal seit 200 Stunden Spielzeit oder so keine Bandage am Bein. Ich würde sagen, wir fliegen einfach rein. Ja, wir fliegen einfach rein und hoffen auf das Beste. Da unten ist eine Patrouille. Unten ist ein... Na toll. Dann landen wir einfach mal hier. Zack. Machen wir es mal interessant. Nein, nicht mein Heli! Mein Heli! Toll, jetzt ist er kaputt. Was schießt da auf mich? Da ist keine Drohne, was schießt da? Oh, toll. Kleine Pistolen. Komm, machen wir nochmal neu. Lassen wir. Habt ihr nicht gesehen? Hat niemand gesehen? Ist niemals passiert. Es war nur ein Fehler in der Matrix. Ich mach das jetzt so, wie ich es ursprünglich vorhatte. Ach, guck mal, wir spawnen sogar direkt hier. Prima. So. Okay, hier unten haben wir einen. Feuer auf mein Kommando. Bewege mich auf Feind zu. Sonst niemand. Da haben wir hier den Generator. Können wir hier mit dem Heli darüber, dort landen und dann da die Leute rausholen. Feuer frei. Das war's dann. Solide Arbeit. So, machen wir zuerst mal hier den Generator aus. Geschütze braucht kein Mensch. Auch Sennwerfer nicht. Oh, der Heli ist sogar bewaffnet, nice. Schade, dass diese Panzerung bei den Fahrzeugen und Helis nicht wirklich was bringt. Das ist nur optisch. Sehr schade. Sehr, sehr schade. So, landen wir hier. Prima. Tarnung an. So. Der erste ist unten. Wir sammeln die von oben nach unten ein, ne? Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Keine Gegner hier? Cool. Guten Tag, die Dame. Ich bring sie in Sicherheit. Die Bodak sind Killer. Die machen uns kalt, nachdem unsere Arbeit erledigt ist. Welche Arbeit? Bringen sie mich lebend hier raus, dann erkläre ich es ihnen. Auch noch Ansprüche stellen. Mir. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Vorsicht, hier treiben sich immer noch Bodaks rum. So, dann haben wir hier. Eins. Oh mein Gott! Zwei, drei. So. Nice. Guten Tag. Sie müssen mir folgen. Oh Gott. Sie müssen mir folgen. Oh Gott, bitte nicht folgen. Oh Gott. Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Kein Gegner hier in der Nähe, gar nichts. Prima. Und den Sennwerfer haben wir auch ausgeschaltet durch den Generator. Ich hätte es von Anfang an so machen sollen. Ja, lauf doch ganz außen rum. Genau, lauf ganz außen rum. So, Vassili. Hier, guck mal. So, wo haben wir den Extraktionspunkt für die Geiseln? Da drüben. Oh Gott, bin zu schnell.
Wow, Alter. Ich dachte, dieser Bug wäre gefixt. Hast du dir dein Leben so vorgestellt? Für unseren Frieden bin ich bereit, alles zu tun. Haben wir es jetzt geschafft, oder muss ich da raus? Was ist hier los? Hallo? Hab ich eine Geisel vergessen, oder was? Die steigen nicht aus? Ja, jetzt steigen sie aus. Toll. Danke. Die Bodaks haben uns gezwungen, eine russische Antischiffrakete nachzubauen. Sie kann alle existierenden Schiffstypen ausschalten. Und sie haben darauf bestanden, dass sie in jeder Hinsicht russisch aussieht. Die Outcasts brauchen ihr Fachwissen. Und die Arbeitsbedingungen sind weniger toxisch. Klingt fantastisch. Nice. Das war die Region AG. Wie heißt sie noch? Komischer Name. Bowman sagt es bestimmt nochmal gleich. Was? Ich sehe sie! Sie haben uns entdeckt! Bowman, Ito, Nomad hier. Das war's, die Wissenschaftler sind in Sicherheit. Sehr gut. Die Outcasts haben ihre Offensive gestartet. In ein paar Minuten gehört die Region uns. Gut, dass die Wissenschaftler sich uns angeschlossen haben. Sie hatten den Befehl, eine Antischiffsrakete zu bauen, die in jeder Hinsicht russisch aussieht. Ich weiß nicht, wer oder was das Ziel ist. Interessant. Man sollte meinen, die Russen wollen ihre Anwesenheit auf der Insel verbergen und nicht rausposaunen. Wir müssen wachsam bleiben. Halten Sie nach allem Ausschau, was Licht in diese Angelegenheit bringen könnte. Ich habe verstanden. Nomad out. Gut, eigentlich wissen wir ja schon genau. Ihre Informationen erlauben einen Blick auf das große Ganze. Fähnrich Fjodor Arkinov plant einen Angriff auf die US Navy, die vor Aurora stationiert ist. Er wird die Antischiffrakete einsetzen, um es der russischen Regierung unterzuschieben. Wenn Russland mit dem Angriff in Verbindung gebracht wird, bricht Krieg aus. Das könnte sein Ziel sein. Eine solche Eskalation können wir nicht riskieren. Arkinovs Schicksal liegt in Ihrer Hand. Töten oder festnehmen. Hauptsache, Sie stoppen die Rakete. Verstanden, Nomad out. Festnehmen wollen wir. AG Synapse war es, genau. Ja, also wenn man die Reihenfolge der Regionen, die vorgesehene Reihenfolge, nicht einhält, dann macht der Plot, also sie machen die Dialoge wenig Sinn, merke ich. Denn eigentlich wissen wir ja schon, dass die Bodark nur wollen, dass es nach einem russischen Angriff aussieht. Und dass gar nicht wirklich die Russen dahinter stecken. Aber gut, ja. So, das war die letzte Ein-Totenkopf-Mission. Jetzt sammeln wir demnächst dann die drei Lieutenants ein, die drei Leutnants, was auch immer. Und dann geht's nach Golem Island, die letzte Drei-Totenkopf-Insel. Ist ja nicht mehr nur eine Region quasi. Und dann haben wir's. Bin gespannt. Ich hoffe, ich schaffe das auch ohne die Lieutenants zu töten. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.